Hallo, Kurzfüßer hier. Heute mit einem Problem, das ich gern für die Einführung zum Thema Regression verwende. Das Problem lautet: Wo muss ein Zentrallager für die Zulieferung von Tankstellen gebaut werden, um die Gesamtwegstrecke möglichst kurz und daher effektiv zu halten? Davon gehe ich immer von folgender kurzer Skizze aus. Also, wir haben hier beispielsweise eine Straße, wo eben vier Tankstellen, ist kein Problem, wenn es mehr sind, aber ich mache es jetzt nur mit vier Tankstellen, angeordnet sind, die einen gewissen Abstand haben. Und jetzt ist die Frage, wo sollen wir hier eine Zentrale an dieser Straße bauen? Sollen wir sie hier bauen oder hier bauen, sodass die Gesamtwegstrecke möglichst kurz wird? Ein wichtiger Nebensatz nur, die Tankstellen sollen natürlich beliefert werden. Also wenn ich jetzt hier diese Zentrale baue, dann sollen die Tankstellen so beliefert werden und müssen so beliefert werden, dass ich von der Zentrale zu der Tankstelle hinfahre und wieder zurückfahre. Und dann wieder zur nächsten Tankstelle und wieder zurückfahre und ebenso für die anderen beiden Tankstellen. Das heißt, eigentlich geht es jetzt hier um eine Hin- und Zurückfahrt und um die Summe dieser Wegstrecke. Wenn wir uns das Ganze jetzt vielleicht nicht auf einer gebogenen Straße anschauen, sondern eben auf einer geraden Straße. Ich habe jetzt da hier vier Punkte eingezeichnet, A, B, C und D für die vier Tankstellen und hier das rote für die Zentrale. Dann können wir uns Folgendes überlegen. Ich habe da einfach Zahlen angenommen, 15 Kilometer, 45 Kilometer und 100 Kilometer und die erste Tankstelle soll den Ursprung darstellen. Jetzt könnten wir natürlich die Zentrale auf den Punkt 0 legen. Dann müsste der Tankwagen jetzt eben von 0 bis 15 fahren, also 0 bis 15 mal 2 sind 30 Kilometer, dann wieder zum 45er, also nochmal 90 Kilometer dazu und dann ganz zum Schluss noch bis zum Punkt D, bis zur Tankstelle D, also noch einmal 200 Kilometer. Es geht jetzt eigentlich darum, diese Abstände zu minimieren und einen Ort zu finden, wo das Ganze eben bestmöglich ist. Schauen wir uns das ganz kurz noch einmal an. Also wir haben eine Tankstelle bei 0, 45 und 100. Mache das Ganze vielleicht jetzt mit einer Skizze. Dann haben wir das gleich alles an einer Stelle. Und wir schreiben uns da jetzt gleich ein paar Zahlen dazu auf. Okay. Also angenommen, die Zentrale würde jetzt hier zum Beispiel irgendwo zwischen B und C liegen, dann wäre sie von mit den Zahlen gerechnet eine unbekannte Distanz x von diesem Nullpunkt entfernt. Somit wäre die Gesamtdistanz, ich bezeichne das vielleicht mit Groß D abhängig von x, je nachdem, wo ich diese Zentrale hinlege. Ja, dann schauen wir uns einmal an, was der erste Weg ist. Der erste Weg von Z nach A wäre jetzt eben genau die Distanz x, aber weil man es eben auch noch zurückfahren muss, also 2 mal x. Die zweite Strecke zur Tankstelle B ist also dann von Z nach B. Das ist jetzt eben die Strecke x weniger 15, wenn das Ganze x ist, ist das eben dann x weniger 15 und eben zweimal, weil man es ja hin und zurück fahren muss. Dann schauen wir uns weiter an die nächste Strecke. Die nächste Strecke nach C wäre jetzt eben genau die 45 weniger x und weil man es wieder zweimal fahren muss, plus 2 mal 45 weniger x. Und die letzte Strecke zur Tankstelle D, die da weit draußen ist, bei 100 Kilometer, wäre dann logischerweise 10, 100 weniger x und das Ganze auch wieder zweimal, weil man ja hin- und zurückfahren muss. Das heißt, die Gesamtdistanz, wenn man jetzt eben immer wieder zu der Tankstelle hin- und wieder zurückfahren muss und die Zentrale da bei Z ist, also bei einer Distanz von x, wäre dann diese Formel. Jetzt kennen wir aus der Differentialrechnung die Möglichkeit der Extremwertaufgaben und das Ganze müsste man jetzt minimieren. Um das geht es ja in diesem Problem. Man soll möglichst effektiv das Ganze
anlegen. Das heißt, das x ist variabel und wir rechnen uns jetzt aus, wo muss denn das x sein, wo muss die Zentrale sein. Jetzt nach kurzem Umrechnen und Ausrechnen kommt man zu folgenden Zahlen. Und wenn man das Ganze dann auch noch vereinfacht, sieht man auf einmal ganz was Interessantes, nämlich, dass die Strecken x, hier 2x, plus 2x sind 4, weniger 2x wegfallen. Das heißt, schlussendlich bleiben nur mehr die Strecken übrig. Minus 30 plus 90 plus 200 sind also 260. Und das ist eine konstante Distanz. Das heißt, diese konstante Distanz kann ich gar nicht minimieren, die ist schon minimiert. Und wir werden uns das Ganze gleich ansehen, auch im interaktiven GeoGebra-Applet, was das bedeutet. Also ich habe hier die Abstände gemacht. Ich habe die Abstände halbiert, deswegen steht da oben die Summe der Abstände ist 130. Ist egal, ob man ja die Hin- und Zurückstrecke rechnet oder die Gesamtstrecke. Und man sieht, sobald ich da zwischen B und C das Z verschiebe, die Summe der Abstände bleibt immer 130. Ja, das war jetzt von mir aber auch schon geschickt gewählt, zwischen B und C die Zentrale anzulegen. Würde man nämlich jetzt die Zentrale zwischen A und B zum Beispiel annehmen, sieht man, aha, da oben die Summe der Abstände ist ein bisschen größer. Das heißt, es hängt natürlich davon ab, wo ich die Zentrale ansetze. Würde ich sie ganz zu Beginn ansetzen, hätte man 160 und hier dazwischen wird es ein bisschen weniger. Und man sieht aber zwischen diesen beiden B und C bleibt die Summe der Abstände immer konstant. Auch hier zwischen C und D haben wir wieder größere Abstände. Ja, wie kann man dieses ganze Problem jetzt lösen? Man kann ja jetzt zum Beispiel nicht bei 100 Tankstellen oder bei mehreren Punkten auf einer Gerade nicht einmal sagen, wo ist denn das Ganze oder wo müssen wir denn da den Punkt hinsetzen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir uns gleich wieder anschauen, mathematische Möglichkeiten, um das Ganze zu verbessern. Eine Möglichkeit wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel das Z hier zwischen C und D setzen, um dieses ganze Problem zu umgehen, wo setze ich jetzt das Z zu Beginn hin, dass man einfach die Distanz, die Gesamtdistanz mit Hilfe der Betragsstriche, mit Hilfe der Beträge berechnet. Das heißt, ganz einfach die Distanz zwischen den einzelnen Tankstellen x weniger 0 plus x weniger 15 plus x weniger 45 und x weniger 100, dass man das Ganze immer in den Betragsstrichen zwischen Betragsstriche setzt, weil man ja so wirklich den direkten Abstand von z nach d bekommt. Also hier zum Beispiel 60 weniger 100 wäre minus 40 und der Betrag nach ist genau eben 40 der Abstand. Man kann jetzt noch wieder die Zweier dazu schreiben, weil man ja hin und zurück fahren möchte. Habe aber schon gesagt, die Zweier können wir auch weglassen, weil ja eigentlich brauche ich ja nur die eine Richtung minimieren, weil ja die andere Richtung einfach dann der Faktor 2 auch bei der Extremwertaufgabe dann so und so wegfallen würde. Stichwort Extremwertaufgabe, jetzt hätten wir diese Funktion mit Betragsstrichen zu minimieren, was ein bisschen blöd ist, weil bei einer Extremwertaufgabe muss man ja die Funktion ableiten und dann 0 setzen, um die Extremstellen zu bekommen. Und die Betragsfunktion ist leider nicht differenzierbar an allen Stellen und somit kriegt man hier ein kleines Problem. Also was könnte man machen, um dieses Problem zu umgehen? Da haben sich einige Mathematiker von vor langer Zeit Gedanken gemacht. Und zwar, man könnte sich hier nicht mit der Betragsfunktion diese negativen Abstände noch einmal, wenn z zum Beispiel bei 60 ist, hätten wir ja 60 weniger 100, hätten wir das Abstand minus 40. Und wenn wir jetzt statt den Betragsstrichen ganz einfach die Quadratfunktion, die quadratische Funktion verwenden, dann bekommen wir eben wieder eine positive Zahl. Das sind die sogenannten Abstandsquadrate. Wie schaut das Ganze aus? Also hier sind einmal die Abstandsquadrate eingezeichnet. Ich werde das ein bisschen kleiner machen, damit man sieht. Das heißt, von der Zentrale nach D, nach C, nach B, nach A werden immer die Distanzen eingezeichnet und Quadrate darüber bzw. hier darunter errichtet. Und man schaut sich jetzt einmal die Summe der Abstandsquadrate an.
Das heißt, man versucht, die Summe der Abstandsquadrate zu minimieren. Und diese Idee wollen wir jetzt schriftlich noch einmal durchführen. Okay, also die Summe der Abstandsquadrate. Also wir werden jetzt einfach den Abstand, zum Beispiel von z nach c, mit einem Quadrat oder aus dem Abstand einfach Quadrat machen und dann eben die Abstandsquadrate anschauen, die Summe der Abstandsquadrate. Man kürzt es vielleicht ab mit AQ, Abstandsquadrate, hängt wieder davon ab, wo die Zentrale ist, also wann das x ist. Wir haben das vorher schon gehabt, x weniger 0 zum Quadrat plus x weniger 15 zum Quadrat plus x weniger 45 zum Quadrat. Von der jetzigen Zeichnung würde das eben was Negatives ergeben, doch mit Hilfe des Quadrats wird daraus wieder etwas Positives und x weniger 100 zum Quadrat. Die Verdoppelung, auf die verzichte ich jetzt gleich, weil die Hin- und Rückfahrt, wie vorher schon erwähnt, kann ich eigentlich nur auf die Hinfahrt beschränken und somit muss ich den Zweier gar nicht mehr berücksichtigen. Und wir werden das Ganze jetzt ganz kurz ausrechnen, um zu sehen, was ist das jetzt für Zielfunktion. Okay, wir haben jetzt das Ganze mit Hilfe der binomischen Formel, nicht vergessen, ausgerechnet und vereinfacht. Und so haben wir jetzt die Abstandsquadratfunktion, abhängig davon, wo die Zentrale z gerade ist, mit 4x² weniger 320x plus 12.250. Diese Funktion soll jetzt minimiert werden. Das heißt, wir suchen eben das Minimum der Abstandsquadrate und mit Hilfe der Differentialrechnung, bei den Extremwertaufgaben schon durchgemacht, kann man jetzt sofort das Minimum berechnen. Wir müssen diese Funktion jetzt einfach ableiten und dann 0 setzen. Die Ableitung ist 8x weniger 320 und diese Ableitung wird 0 gesetzt und dann können wir diese Gleichung sofort lösen. Es geht sehr einfach und wir sehen, dass hier 40 für x herauskommt. Das bedeutet, wir müssten unsere Zentrale an die Stelle x gleich 40 setzen. Also hier oben noch einmal kurz eingezeichnet. Hier müsste unsere Zentrale sein. Dann wäre die Summe der Abstandsquadrate minimal und die Wegstrecke ist jetzt vielleicht schlecht zu argumentieren, weil ja eigentlich wir die Quadrate minimiert haben, aber auch hier ist der ideale Platz für eine Zentrale, um diese vier Tankstellen zu beliefern. Das Spannende, dieses Grundprinzip des Aufstellens einer Abstandsquadratfunktion und diese zu minimieren, werden wir dann später noch einmal brauchen im zweiten Video. Das Spannende ist jetzt bei diesen Zahlenwert, dass man viel, viel schneller und einfacher darauf gekommen wäre, wenn wir uns Folgendes anschauen, wenn wir uns nämlich den Mittelwert der verschiedenen Distanzen anschauen, x², und zwar das arithmetische Mittel. Wir haben ja vier Tankstellen an der Stelle 0, an der Stelle 15, 45 und 100. Und wenn man da das arithmetische Mittel berechnet, also durch 4 durchdividiert, sieht man, oben kommt 160 heraus als Summe, 160 durch 4 ist 40. Jetzt kann das ein Zufall sein oder auch nicht, dass hier Zahlen gewählt wurden, sodass bei beiden das Gleiche herauskommt, aber man kann sehr allgemein mit allgemeiner Mathematik zeigen, dass das kein Zufall ist, sondern dass das immer so ist, dass eben die Abstandsquadratminimierung immer mit dem arithmetischen Mittel zusammenfällt. Man kann das auch als Minimaleigenschaft des arithmetischen Mittels bezeichnen und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man in der Statistik, in der eindimensionalen Statistik gewinnen kann. Wir halten also fest, diese Minimaleigenschaft des arithmetischen Mittelwerts ist nicht zufällig, sondern ist wirklich immer der Fall, also auch wenn ich das mit 100 Tankstellen machen würde oder ganz allgemein durchrechne, es gibt immer hier den gleichen Wert für die Abstandsquadratminimierung und den Mittelwert. Wenn wir uns das Ganze jetzt noch grafisch anschauen, wir haben jetzt eben die Summe der Abstandsquadrate minimiert.
Man kann das hier ausprobieren, ganz schön interaktiv, und man sieht die Summe der Abstandsquadrate. Zum Beispiel bei 60 ist es 7450. Wenn ich das Ganze jetzt Richtung den berechneten Wert 40 gebe, dann sind wir bei 5850, und weniger wird es nicht. Das heißt, bewege ich mich jetzt weiter nach links, wird schon wieder mehr. Bewege ich mich weiter nach rechts, wird es eben schon wieder mehr. Das heißt, wirklich bei 40 ist die Lösung, und hier noch einmal angedeutet, der Mittelwert ist auch bei 40,0. Ich kann das vielleicht noch kurz ein bisschen demonstrieren, zumindest für diese vier Punkte. Das heißt, wenn wir jetzt vier andere Tankstellen haben, die Minimaleigenschaft des Mittelwerts ist wirklich immer gegeben. Das heißt, wenn ich meine Zentrale da um den Mittelwert hinbaue, dann haben wir die Summe der Abstandsquadrate immer minimiert. Also egal, wo die Punkte sind, muss auch hier nicht bei 0 starten. Sobald ich die minimalen Abstandsquadrate suche, die Summe der Abstandsquadrate, bin ich immer wieder beim arithmetischen Mittel. Das war das Ganze jetzt für das Eindimensionale. Das heißt, wenn wir auf einer Straße uns bewegen, nur eine Dimension haben, und wir werden uns das im weiteren Video, im zweiten Video, dann anschauen, wie das Ganze für zweidimensionale Berechnungen dann durchzuführen ist. Danke vorerst und bis zum zweiten Video.